Herr Grievous und Mattress wurden jetzt gerade sichergestellt. Wir bleiben dabei und verteidigen den Hangar, bis die DEFCON-Stufen wieder hochgestellt werden. Großartig, alles gleich. Geh auf mein Zimmer und komm dann später wieder. Was gibt's euch heute in der Kantine? Falsche Nasen, so wie immer. Hallo. Wir sollen hier Wache stellen, weil wegen den Gefangenen. General Grievous und Asajj Ventress. Beide Ventress, also wir sind 6 im Lotto. Privates einfach durchhalten. Dieser Ebene verschwinden Sie, gehen Sie hier aus den Augen. Ich hab's nicht überhaupt. Weg, weg! Takt! Dann machen Sie mal die Tür auf, danke. Okay, ganz ruhig. Alles gut, es ist nur ein FKler. Sie haben nach IDs gefragt und wurden daraufhin von der FK festgenommen. Beziehungsweise er. Also nur Private. Wer war jetzt der FKler? Ich hab das nicht mitbekommen. Der Name? Sie waren das? Mein Namen gesagt? Gibt es irgendetwas? Ja, ich hab Ihren Namen gesagt. Ja, natürlich gibt's irgendwas. Ich hab gerade gesehen, Sie haben einen meiner Männer verprügelt. Was ist denn da los? Wirklich. Ja. Inkompetenz können wir nicht gebrauchen, wenn wir Grievous und Ventress sehen. Also Männer zu verprügeln, die versuchen, ihren Job zu machen und sie zu beschützen, zu verprügeln, das ist Inkompetenz in meinen Augen. Der war vorher im Knast. Der kann auch im Knast gerne bleiben. Ich hab davon gehört. Ich kann ja auch da halt besuchen. Okay. Kosch, nur ganz kurz notieren. Eine von ihren Männern brauche ich drin. Ist so gestattet. Nehmen Sie einen mit. Wichtigste Mann bei den Separatisten. Lass mich frei! Eskortiert. Ich habe viele Credits. Wollt ihr nicht welche haben? So, alle mitkommen. Lass mal bitte einen Stauben mitkommen. Hören Sie auf, die Gefangenen anzugreifen. Ich mag keine weißen. Nein, da habe ich jetzt gesagt, geh du da rein, du Abschaum! Was handelt die Gefangenen? Kommst du jetzt? Du Scheiß! Abschaum! Oh, guck mal da, Digga. Oh, nee. Was war das? Da wurde ich abgefangen. Starfield Chase, bitte komm. Wie ist die Lage beim Gefängnis? Wir waren jetzt mit den inkompetenten Geheimdienstlern bei der Luftschleuse und jetzt laufen wir wieder zurück zum Gefängnis. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die wirklich zuständig sind. Ich glaube, die stecken in der falschen Rüstung. Ich glaube, die gehören eigentlich zur Putzkolonne. Ich werde eher sie vernichten, so wie sie aussehen. Colin, kommen Sie im Moment? Ja. Ja, wer sind denn die beiden Pappnasen? Inkompetente FK, von mir. Besser wär's. Du, ich leg mich nicht mit dem FK an. Okay, ich mach das dann schon, danke. Jetzt haben wir diesen widerlichen Abschaum wieder da, wo er hingehört. Ich weiß ja nicht, für wen sie sich halten, aber hier gelten ein paar Regeln. Die kennen sie vielleicht nicht. Aber zuallererst mal gehört mal keiner misshandelt. Weder meine Soldaten noch Gefangene. Können wir das mal festhalten? Mein Name ist Commodore Kosch. Mir interessiert dein Name nicht wirklich. Vom ROK. Und wenn sie mir nicht gleich aus den Augen gehen, dann landen sie da auch gleich in der Zelle wegen Amts. Sprachen lernen, Bubble. Lernen Sie erstmal Basic. Sie können ja nicht mal Basic reden. Sie merken gerade, dass ich nichts getan habe, sondern sie nur auf ihre Fehler hinweise. Und dann haben sie da leider auch keine Strafbezeichnung für. Bei ihren wären es Amtsmissbrauch und Misshandlung, bei mir wäre es jetzt wahrscheinlich bis gerade eben nur Hinweis auf Fehler und die Wahrheit sagen. Das ist leider keine Straftat. Tut mir leid. Sie stehen mir im Weg, jetzt gehen Sie weg. Gehen Sie weg hier. Gehen Sie mir einfach aus den Augen. Commodore, wir sprechen uns noch. Alles klar, LIP, ihr tritt ab. Offiziell der sinnloseste Einsatz, den ich je hatte. Was hört sich dir dann? Ah, vielen Dank, mein Freund. Ganz da. Deko. Leute, abrücken, bevor die Tür wieder zugeht. Kommen Sie. Sir? Nein. Ich korb die Foltern, die Gefangenen. Was? Deko, kommen Sie mal kurz. Die haben die Tür verriegelt, Sir. So, was ist jetzt hier los? Ah, der Medic ist da, perfekt. Gut, dann behandeln Sie mal Ventress, die ist bewusstlos geschlagen worden. Gehen Sie rein. Ich hab Schüsse gehört, da bin ich mir sicher. Deko, dokumentieren Sie genau, welche Verletzungen sie hat. So, was ist hier passiert? Warum sind sie überhaupt in der Zelle drin? Nur Bekloppte beim ROK, glaubst du? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich war im Kopf und ich komme wieder und ich sehe, dass die da bewusstlos liegt und ich höre nur, wie mein Endsign da sagt, es war ein Unfall und dann habe ich ihn hier eingesperrt. Ja, ich bleib da. Ich hab sie verprügelt! Die ist einfach ohnmächtig geworden auf einmal. Negativ. Mein Soldat sagt, er hat Schüsse gehört. Das ist so negativ. Wir brauchen nicht mehr viele. Denken Sie, dass ich schieße auf Gefangene? Gibt's Überwachungsvideos? Sicherlich auf der Brücke, müssen Sie mal fragen. Ace und Crimson, sie funken das FK an und überprüfen die Sicherheitsbänder. Ensign, mit welcher Autorisierung haben Sie jetzt die Gefangene misshandelt, die in Handschellen war, wehrlos? Ich wünsche Ihnen dann viel Spaß. Sie dürfen mit ihm machen, was Sie wollen, von mir aus. Commodore, wenn es nach mir ginge, würden Sie in der Zelle daneben sitzen. Ja, weil die mir auf den Geist gegangen ist. Wissen Sie, ich hatte eine schwere Vergangenheit. Sie haben die Beherrschung verloren. Also aus niederen Beweggründen heraus haben sie das gemacht. Eine Sache noch, bevor ich gehe. Wenn sie ihn schlagen, landen sie in der Zelle daneben. Wie bitte? Ensign, sie werden hiermit degradiert auf Crewman.
Also wir halten nochmal ganz kurz fest, sie haben die Gefangene misshandelt und zwar einfach nur, weil sie Lust drauf haben und weil sie sie provoziert hat. So, hallo, guten Tag. Wollen Sie vielleicht kurz mal hierbleiben? Ich habe schon die ganze Zeit versucht, mit Ihnen zu reden, nachdem Sie an mir im Gang vorbeigelaufen sind. Wie wäre es, wenn wir uns mal kurz 2 Minuten unterhalten, Lieutenant? Dann unterhalten wir uns kurz privat. Dann kommen Sie das, die haben das ja beobachtet. Muss es nicht sein. Also es hieß zuallererst, dass die Gefangene zur Luftschleuse gebracht werden sollte, mit Commodore Kosch und dem Ensign, der jetzt in der Zelle sitzt. Sowohl in der Zelle als auch auf dem Weg dahin hat Commodore Kosch die Gefangene mehrfach geschlagen und misshandelt. Auch meine Soldaten ist er körperlich angegangen und hat diese geschlagen. Die Gefangene wurde daraufhin wieder hier in die Zelle verbracht. Dann ist das LEP abgerückt. Einer meiner Soldaten hörte Schüsse, weshalb wir wieder zurückgekommen sind. Und wir fanden jetzt den Ensign in der Zelle eingesperrt, der Commodore davor, und hat gesagt, er hat die Gefangene geschlagen. Auch die Gefangene lag bis gerade eben noch bewusstlos in der Zelle. Verstanden. Also ich kann Ihnen sagen, der Commodore hat nicht willkürlich gehandelt. Unser Schiff, was die Gefangene wegbringen wollte, ist nämlich explodiert. Und unser einer Gefangene auf merkwürdige Weise entkommen. Aber ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Ich werde mich darum kümmern. Bitte geben Sie mir einmal Ihre ID, falls ich später mal auf Sie zukommen kann. 8425 Corporal Star. Sie können abrücken. Den Medic können Sie meinetwegen hier lassen. Alles klar. LEP rückt ab.